Schaltet wieder ein. Danke fürs Einschalten. Galerys Let's Play geht's beim nächsten Mal. Ja, Tag Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute, ich hab's ja schon versprochen und ihr habt's ja quasi gewählt in meinem Pile of Shame Video, ein Galerys Let's Play und ihr habt's quasi gefordert. Ich konnte dem nicht entgehen und deswegen ist er jetzt heute da, the one and only Daniel Manuel Heidolinski. Ja. Schön, dass du den Weg gefunden hast, ey. Sehr schön und vor allem Schulferien, deshalb gar kein Problem, dass wir mal tagsüber einen wegrotzen hier. Aber muss auch gleich der Heidi aus dem Kindergarten abholen, oh, ne? Insofern eng getaktet, aber ihr habt's gewollt und dementsprechend haben wir jetzt versucht, es umzusetzen, deswegen hat es jetzt auch ein bisschen gedauert. Weil der Daniel ja auch schwer beschäftigt ist und irgendwie bei mir ging ja auch viel los jetzt. Ich wollte gerade sagen, du auch. Bei uns war bei beiden viel los, aber wir haben es jetzt geschafft und deswegen heute unser Galerys Let's Play. Der Daniel hat gestern extra noch Watch It Played geguckt. Rodney Smith, du wirst es eh nicht gucken, aber du bist der Grund, warum schöne der Daniel Regen jetzt drauf hat. Und ja, was werden wir jetzt machen? Wir werden euch einmal ganz kurz die Grundregeln des Spiels erklären, einfach, dass wir jetzt nicht so viel rumsammeln und relativ schnell ins Spielen kommen. Das heißt, wir werden einmal so die Grundmechanismen erklären und wenn wir dann eine Aktion machen, die wir noch nicht erklärt haben, dann erklären wir in dem Moment quasi, was wir tun. Seht uns nach, es ist ein relativ komplexes Spiel, also wir haben auch gerade eben nochmal flott die Regeln nochmal durchgeguckt. Vielleicht schleicht sich der ein oder andere Fehlerteufel mal ein. Aber ich bin mir sicher, dann gibt es genug Leute draußen, die uns da korrigieren werden. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach mit einer ganz kurzen Regelerklärung und dann ins Spiel. Und ich würde sagen, viel Spaß, Leute. Gut. Ja, Daniel, möchtest du die Regeln erklären? Soll ich die Regeln erklären? Wenn du schon mal... Du bist Chef, das ist dein Kanal. Mach ruhig mal. Ich würde sagen, wir wechseln uns ab. Daniel ergänzt mich einfach, wenn ich was vergesse. So wie wir es gerade beim Aufbau schon gemacht haben. Ja. Oder ich kann auch anfangen, wenn du willst. Ja, fang einfach mal an. Okay, also es ist ein komplexes Spiel, aber das Brett gibt eigentlich schon alles insoweit her, dass es eigentlich sehr deutlich ist. Und zwar haben wir hier so vier Main Actions oder vier Main Action Spots. Und die sind dann letztlich ausgestaltet immer mit jeweils zwei möglichen Aktionen, die wir dort durchführen. Und zwar, wenn ich mich hier drauf stelle auf das Feld, dann kann ich entweder einen Vertrag von dieser Leiste hier nehmen. Ich darf auch rein theoretisch, wenn mir keiner dieser Verträge zusagt, darf ich die neu überdecken und darf mir dann einen der neu gezogenen Verträge nehmen. Habe ich bereits ein Bild gekauft, dann darf ich das mit der Aktion hier auch verkaufen. Das heißt, kaufen und verkaufen. Wichtig, nee, da natürlich auch, ne, ihr dürft nur ein Bild verkaufen, wo ihr auch einen passenden Vertrag zu habt. Ne? Ja, ganz also genau. Das ist jetzt wieder das Ding. Also wenn wir zum Beispiel hier so einen Vertrag von einem Fotografen haben, für einen Fotografen, dann dürfen wir auch nur ein Foto verkaufen. Also wenn ich dann irgendwie eine Skulptur habe, bringt mir das erstmal nichts. Perfekt, okay. Sollte ich hier auf diesem Feld meine Aktion ausführen, dann kann ich bebildert erstens einen neuen Artist entdecken von diesen hier, die noch nicht entdeckt sind. Oder aber ich kann mich dazu entscheiden, eins der Bilder zu kaufen und muss letztlich den Geldwert bringen, der aktuell zum Beispiel bei dem hier Fame 1, muss ich dann den Wert 1 auch bezahlen. Aktion hier. Zum einen kann ich dann einen entdeckten Künstler promoten. Das Ganze erfolgt dann über die nächstmögliche Stufe. Oder ich kann mir ein paar neue Mitarbeiter ein paar neue Mitarbeiter hinzuziehen. Ich darf aber natürlich das maximale Limit von 4 hier, die jetzt gerade im Umlauf sind, nicht übersteigen. Ich mache quasi Radiowerbung und schalte eine Anzeige bei 1 Live. Genau, dann habe ich nochmal. Dass wir neue Lodudes brauchen. Habe ich nochmal so einen angestellt. Ich würde sagen, diese Aktionen zeigen wir dann natürlich während des Spiels dann nochmal ausführlich. Sonst müsste man jetzt quasi Beispielzüge machen, aber das werdet ihr im Let's Play gleich sehen. Und dann gibt es noch die letzte Doppelaktion, die man ausführen kann. Und zwar kann ich mir einen Einfluss generieren auf den Leisten und das ist quasi auch den Bildern dann letztlich zugeordnet. Hier entweder diese Aktion aus dem oberen Bereich oder quasi zum Schluss für die Auktion, wo ich dann das Masterpiece oder das hoffentlich Masterpiece dann ersteigen kann auf dem unteren Track. Dazu müssen erst einmal dann folgende Voraussetzungen erfüllt sein. Möchte ich eins dieser Token hier für mich erwirtschaften, dann muss ich in meinem
Nee, das ist ja nicht die Blase. Nee, in der Galerie. In meiner Galerie. Im Foyer. Im Foyer muss ich dann die Bedingung erfüllen an Miepeln. Oder hier muss ich dann die andere Bedingung erfüllen und muss gleichzeitig dann matchen, eins dieser Bilder dann besitzen und kann dann diese Aktion dann ausführen an der Stelle. Unten ist es nur, da muss ich Geld ausgeben und muss dann auch quasi in meinem Foyer dann die Miepel haben. Das wäre die Doppelaktion. Als Besonderheit dazu noch zu sagen ist, wenn ich hier stehen bleibe und einer möchte die Aktion nachher ausführen, dann gibt es eine Kicked-Out-Action. Das heißt, dann kann ich da nochmal so eine Aktion ausführen. Und ich kann das auch ein bisschen forcieren, wenn ich später in der nächsten Aktion bin, dass ich einen meiner Miepel dort stehen lasse, quasi in die nächste Aktion gehe und dann auch diese Kicked-Out-Action. Also das heißt, ich kann versuchen, mir so eine kleine Engine beim Bewegen aufzubauen. Wichtig ist nur hier, wenn der Daniel zum Beispiel hier den seinen Assistenten stehen hat, angenommen, ich habe die Aktion nicht ausgeführt und Daniel geht später wieder dahin, dann schickt er seinen Assistenten wieder zurück ins Office. Wenn ich dann die Aktion ausführe, dann hat er zwar diese Kick-Out-Action, aber dann geht der Assistent wieder raus auf den freien Arbeitsmarkt. Es sei denn, und das ist auch tatsächlich eine Besonderheit, das haben wir auch nochmal nachgelesen, mal angenommen, er hat noch keinen weiteren Arbeiter angeheuert, dann ist der weg. Also dann ist der komplett raus aus dem Spiel. Mhm, genau. Ja. Ansonsten vielleicht noch kurz zu sagen, warum machen wir das? Am Ende gewinnt derjenige das Spiel, der die meiste Kohle erwirtschaftet hat. Wie erwirtschaften wir Geld? Indem wir Künstler sehr günstig entdecken, sie promoten, sie richtig pushen, ihre Gemälde oder Arbeiten, Sammlern und VIPs anbieten, damit sie im Ansehen steigen und am Ende teuer Bilder verkaufen können. Und natürlich, dass wir auch im Einfluss steigen, dass die Leute uns vertrauen und sehen, Mensch, in dieser Galerie gibt es unfassbar gute Bilder. Und am Ende gibt es dann immer so eine Schlusswertung, wenn die kommt, das zeigen wir euch dann alles, so wenn es soweit ist. Eine Kleinigkeit noch, der Daniel hat jetzt einmal die Grundaktion erklärt. Es gibt noch zwei sogenannte Executive-Aktionen. Das heißt, bevor oder nachdem ich eine Aktion ausgeführt habe, also ne, wird mich zum Beispiel 10 bewegt, kann ich nur sogenannte Executive-Action ausführen. Und zwar allen davon ist, wir können nämlich diese Tickets hier erwerben. Und diese Tickets sind dafür da, dass wir die Besucher bewegen können. Das heißt, pro Ticket kann ich immer einen Besucher ein Feld weit bewegen. Die Besonderheit hierbei ist, solange sie sich gerade mal im Foyer befinden, im Prinzip gibt es drei Felder, Plaza, Foyer, Galerie. Jeder Besucher, der sich in eine Galerie bewegt hat, kann nicht mehr rausgezogen werden. Der ist dann safe, der wandelt darin so lange rum, bis er ein Bild gefunden hat und was kauft oder eben nicht. Alles andere, ich könnte jetzt auch zum Beispiel, wenn ich jetzt drei pinke Tickets habe für die VIPs, könnte ich auch Daniels VIP in meine Galerie rüberziehen, zum Beispiel. Was ich natürlich nicht tue. Nee. Klar. Und die andere Aktion ist noch, was der Daniels vorhin gesagt hat, es gibt noch sogenannte Konten, diese Verträge. Wenn ich jetzt einen Vertrag habe, den lege ich hier drauf und dann bekomme ich einmalig den Bonus darunter beim ersten Mal und dann ist hier unten noch so ein Aktionsfeld frei. Das gleicht immer auch den Aktionen, die hier sind meistens. Ich kann dann einen meiner Assistenten nehmen, kann den da draufsetzen und kann diese Aktion auch noch ausführen. Wenn ich den Vertrag erfüllt habe, drehe ich ihn um. Der legt dann quasi fest, wer das Bild gekauft hat und dann habe ich nochmal eine Aktion freigeschaltet, die ich so lange nutzen kann, bis ein neuer Vertrag ist quasi überbaut, sagen wir es mal so. Genau, und ansonsten die Kick-Out-Action, das haben wir ja schon gemacht. Wichtig ist nochmal das, was Daniel gesagt hatte, wenn ich diese Kick-Out-Action mache, muss ich Einfluss ausgeben. Das heißt, wenn ich jetzt auf der 15 bin, dann muss ich bis zum nächsten Einflusspunkt Einfluss ausgeben, also sind diese Sternchen hier oben drauf und dann darf ich diese Aktion ausführen. Oder ich kann so eine Executive Action ausführen. Entweder genau, ich kann diese Main Action, also die starken Aktionen, diese generellen Aktionen, kann ich damit ausführen, wenn ich mich auf dem Fame-Track oder beim Einfluss-Track mich zurückbewege. Das heißt, dann habe ich eine verhältnismäßig starke Aktion oder nochmal eine gleichwertige Aktion. Oder weil ich sage, ich nehme nur eine dieser kleineren, vermeintlich kleineren Aktionen. Was das Dilemma bei dem Spiel so letztlich ausmacht, ist so, wenn ich diese Visitor bei mir in der Galerie habe, die sind nicht unbedingt dauerhaft da, weil durch Ankauf und Verkauf verschiebt sich das Ganze nochmal und man muss tatsächlich irgendwie für sich eine Strategie entwickeln. Das werden wir jetzt gleich auch sehen. Will ich lieber Bilder verkaufen oder will ich möglichst viele Bilder sammeln? Also viele Wege zum Sieg, aber es ist tatsächlich so ein leichtes Dilemma zu sagen, ja, wie wähle ich jetzt meine Strategie? Auch anhand dieser Zielkarten jetzt, ne, die ich jetzt so für mich habe, genau, wo ich dann auswählen muss, was bringt mir am Ende Siegpunkte? Bringt es mir mehr, wenn ich Bilder verkaufe oder bringt es mir eher was, wenn ich so eine kleine Set-Collection habe aus Bildern, die mir dann am Ende auch nochmal Geld bzw. dann letztlich umgewandelt Siegpunkte
Genau, richtig. Einbringt. Genau. Und das nochmal zwei. Im Prinzip haben wir nochmal den Kurator, der uns quasi vorgibt, wie unsere Galerie auszusehen hat. Der sagt, wenn du die und die Bilder am Ende deiner Galerie hast, hast du eine super Zusammenstellung und dafür gibt es dann Punkte. Und wir haben den Sales Agent, der einfach uns am Ende mal sagt, ey, für die und die Bilder, da kriegst du gut Kohle für. Und wenn wir die Bilder verkauft haben, kriegen wir dafür am Ende nochmal in bestimmten Konstellationen nochmal Geld. Man kann natürlich auch ein bisschen kombinieren. Man kann auch sagen, komm, ich verkaufe ein paar Bilder und versuche dann eine gute Galerie zu kriegen. Mhm. Aber das ist halt auch wieder so ein strategisches Element. Ihr werdet merken, dass tatsächlich, und der Daniel hat es auch schon im Podcast mal angesprochen gehabt, dass Galerist eigentlich ein wirklich gar nicht so komplexer Lacerda ist. Es gibt viele Zusammenhänge, aber ihr werdet sehen, man kommt eigentlich relativ schnell rein tatsächlich und dann spielt es sich auch relativ flüssig runter. Ich war vorhin schon so optimistisch, habe gesagt, komm, zu zweit kriegen wir das bestimmt in 45 Minuten weg. Wir schauen mal und würde sagen, dann starten wir jetzt einfach mit der ersten Spielrunde. Gut, ja, ich würde sagen, weil du der Gast bist, machen wir es heute mal unkompliziert. Du bist der Startspieler und dadurch, dass er der Startspieler ist, in umgekehrter Zugreihenfolge, darf ich mich jetzt für das ein Feld entscheiden, wo ich jetzt meinen Galeristen... Ganz uneigennützig, sagen wir mal. jetzt meinen Galeristen drauflege. Und ich würde mich entscheiden für... Ich nehme den Dude hier oben. Sauber, ich habe mich nämlich schon für wen anders entschieden. So, und den lege ich jetzt hier drauf und dann bekomme ich dafür einmalig auch den Bonus. Ah ne, der kommt hier oben drauf, genau. Erst da bist du erst quasi das dritte Bild. Peace. Ich gehe hier hin. Na, okay, dann kommen die anderen beiden nämlich runter und dann geht's beim Daniel los. Oh my goodness, jetzt bin ich gespannt. Ja, du willst schon direkt eine Kicked-Out-Action wahrscheinlich auch haben, weil ich da hingehen könnte. Ey, ich weiß nicht. Achso, ich weiß nicht. Ja, tatsächlich, ich fange mal an. Ich bewege mich auf jeden Fall hier hin. Jetzt haben wir direkt schon den ersten Fall, weil ich dich gleich hier rauskicke. Darfst du gleich im Anschluss dann nach meinem Zug auch die Aktion machen? Ich gucke mir nochmal die Sachens an. Und das Erste, was ich machen möchte, ist einen Künstler entdecken. Und ja, dann mache ich Folgendes. Alles, was hier drauf ist, führe ich dann aus. Guck mal, da habe ich das noch gar nicht hier. So. Das heißt, der wandert erstmal quasi in den allgemeinen Vorrat. Das heißt, ein neuer Künstler ist entdeckt. Da ist jemand neugierig und denkt, oh, okay. So, dann muss ich mir das Piece anschauen. Das sagt eigentlich alles. Der hat schon Fame 2. Dann auf dem Fame-Tracker würde jetzt ein Bild von dem schon 5 kosten. Und wir drehen das Ganze schon mal um. Das heißt, der Tracker startet dann hier. Und wir sind dann da. Ich nehme mir die Unterschrift hier. Ich habe den gesigned quasi. Und das wandert nicht hier an die Seite von den Bildern, die ich quasi gekauft habe in dem Wert, sondern das wandert erstmal hier hin. Das zeigt mir jetzt erstmal an. Alles klar, ich kriege das Bild zum Einkaufspreis von ihm. Genau. Das ist quasi auf Kommission, also nenne ich es auch in den Regeln Commission. Also der Daniel sagt jetzt, Mensch, komm hier, Keule, ich glaube an dich. Ne? Also wir vereinbaren jetzt, dass ich ein Bild von dir auf Kommission kaufe und zum günstigen Vorzugspreis natürlich, aber ich kann es dann verhökern, für wie viel es dann am Ende wert ist. Ne? Sisi. So, dann habe ich hier diese folgende Aktion dann, die ist immer einmalig, wenn ein Künstler entdeckt wird und die besagt, ich darf von der Plaza einen Visitor sofort in meine Galerie bewegen. Gallery. So, dann suche ich mir, wen suche ich mir denn aus? Ich nehme einfach mal den Whitey White Man. Ja, der ist ja, der hat nämlich, die haben unterschiedliche Fähigkeiten und der kann schon mal dafür sorgen, dass quasi der Fame bei manchen dann schneller steigt. Ja. So, damit habe ich dann quasi meine Aktion erledigt. Ich habe den entdeckt, habe mir die Unterschrift von ihm geholt, so dass wir einen Exklusivvertrag gemeinsam dann abgeschlossen haben und hab alles ausgeführt und dann bist dementsprechend du dann mit der Kicked-Out. Übrigens, tatsächlich, was uns auch aufgefallen ist beim letzten Mal, wenn wir zum Beispiel diesen blauen hier sehen, der startet ja bei 1 und das bedeutet, aktuell kostet ein Bild von ihm gar nichts. Ne? Das heißt, erst ab einem Stern zahlst du 5 dafür, so und so weiter und so fort. Und wenn der drunter ist, hat man gar nichts dafür. Vielleicht könnt ihr jetzt mal sagen, wir haben es so gespielt, weil im Prinzip sagt ja immer dieser Fame-Track, was die Bilder kosten im Kauf und im Verkauf. Wenn hier ein Stern ist, dann steht hier auch extra noch eine 0. Also sogar das Feld 0 noch drin. Das stimmt tatsächlich. Ne? Deswegen, also vielleicht haben wir es falsch gespielt, aber in den Regeln stand das ja immer, dass es hier... Ich habe noch nie ein Bild geschenkt bekommen. Genau, der ist so verzweifelt, der sagt, komm, ich mache dir eins umsonst und dann gucken wir, wie weit ich komme. Jo, jetzt hat der Daniel mich natürlich rausgekickt und ich würde tatsächlich, ich meine, viel anderes bleibt mir jetzt auch gerade nicht übrig, dann gebe ich hier einen Einfluss aus und gehe auf das
nächste Einflussfeld und entdecke auch mal einen Künstler. Und ich guck mal, was man hier so Schönes machen kann. Und zwar nehme ich mir mal den Dude hier. Den entdecke ich. Dann geht auch der erstmal in den Plaza. Dann darf ich mir zwei unterschiedliche Tickets nehmen. Und zwar nehme ich mir mal ein weißes Ticket und nehme mal ein Ticket davon. Die lege ich mir hier schön in meinen Ticket-Store. Zack. Okay, so, der wandert hier dann hier hoch. Einmal die Unterschrift. Zack, ein Fotograf. So, und der startet nämlich schon bei 2 Sternen. Das heißt, wenn man von dem ein Bild kauft, kostet das schon 8. Und der schon ein wenig exklusiver. Und jetzt, wenn ich das gemacht habe, dann wandert mein Typ zurück in die Galerie, nachdem ich diese Executive oder Kickout Action gemacht habe. Und dann bin ich dran und das ist auch schon eine Besonderheit. Das heißt, auch da muss man überlegen, mache ich die Aktion jetzt, weil dann hat der Potti direkt 2 hintereinander und er kann vielleicht 2 coole Sachen machen. Sowas kann natürlich auch so einen Kreislauf irgendwie mit sich bringen, wenn man sich jetzt die ganze Zeit rauskegelt, hat man immer so doppelte Aktionen. Als wir so ein Potti-Wochenende gespielt haben, der Christoph, du wirst es vielleicht sehen, der stand immer da, wo wir alle hin wollten. Der hat quasi 10-mal mehr Aktionen gehabt als wir. Das letztes Mal genau umgekehrt. Da wollte nie einer hin, wo ich gerade eine Aktion gemacht habe. Das hatte ich ein schlechtes. Ist halt auch eine gewisse Timing-Sache da drin. Ja, auf jeden Fall. So, was ich jetzt erstmal mache, ist, ich gehe mal hier oben hin und nimm mir einen Vertrag. Und zwar gönne ich mir diesen Vertrag hier. Der wird dann hier hingelegt irgendwo. Machen wir mal hier hin. So, zack. Dann bekomme ich dafür einmal hier einen Bonus. Ich darf mir ein beliebiges Ticket nehmen. Nehmen wir einfach ein weißes Ticket. Ja, Junge, da fängt der hier ein Ticket an. Und dann wird hier der Vertrag aufgefüllt. Da haben wir jetzt den Vertrag für eine Skulptur. Ja. Also was ich mache ist, ich hau mal hier ab. Ich lasse mal einen stehen. Ich setze einen so kleinen Assistenten von mir rein. Ich würde tatsächlich gerne da nochmal vorgehen, aber ich habe keine Lust, hier nochmal so eine Action zu hinterlassen. Tatsächlich. Dementsprechend gehe ich jetzt erstmal hier hin und jetzt überlege ich gerade, ob ich meinen promote. Ja, ich mache das mal. Und zwar gebe ich erstmal 3 Einfluss ab. 1, 2, 3. Und dann ist der jetzt schon hier Fame. So, steigt einmal auf. Und jetzt kann ich ihn quasi ein Sternchen plus einen weißen, den ich in meiner Galerie habe. Ich habe einen da drin. Das heißt 2, der steigt um 2 auf. Mhm. Und wäre jetzt quasi schon bei 2 Sternchen. Die Bilder sind schon teurer von ihm. Ich kriege sie aber immer noch zum Einkaufspreis. Ich hätte auch, wenn ich gewollt hätte, hätte ich jetzt auch sagen können, ich brauche ein paar neue Mitarbeiter. Das habe ich mir jetzt mal geschenkt. Und du bekommst noch 2 ungleiche Tickets. Sorry, ja. Und zwar nehme ich mir mal ein Whitey White und nehme mal ein Brown. Allele Brown. LeBron James. Boah, da ist, in welchem Film ist das nochmal, wo die... wir sind die Millers, wo die dieses Grasbaby haben, sie nennt es LeBron. Yo, jetzt hast du natürlich hier auch schon ganz schick dich da einmal positioniert. Was ich zuallererst mal mache, ich kann ja vor oder nach meiner Aktion, kann ich ja so Tickets ausgeben. Und dann gebe ich 2 Tickets ab und hole mir erstmal den Sammler ins Dingen. So, zack. Damit wir hier mal ausgleichende Gerechtigkeit haben. Und ich kann so viele Tickets ausgeben, wie ich möchte in der Aktion. Ne? Das heißt, theoretisch hätte ich jetzt auch noch den ausgeben können und hätte den VIP noch auf den Plaza bewegen können. Aber das machen wir mal noch nicht. Was hat der Junge denn? Was hat der Junge denn hier? Ich will es nicht. Fiese Möp-Attacke. Ich will es nicht. Ich mache mal Folgendes. Und zwar gehe ich jetzt erstmal hier hin, kick dich da raus. Und dann bezahle ich 3 Geld, wie man mal so schön sagt im Brettspiel Volksmund. Und hole mir hier noch 2 Assistenten. Und jetzt habe ich hier noch dieses Feld freigeschaltet und kriege noch ein braunes Ticket dazu. Mache ich eine normale Aktion oder mache ich nur eine andere Aktion? Das ist jetzt die Frage. Ich
Ich könnte jetzt auf den Stern zurückgehen und könnte jetzt auch nochmal eine Main Action dort machen, ne, an der Stelle. Mhm. Ich sehe auch gerade, ich hätte was, eigentlich hätte ich was Witzigeres machen können. Ah, egal. Das mache ich an der Stelle und gebe hier 1 und 3 Geld aus. Krieg dafür 2 Mitarbeiter und weil ich das hier quasi erreicht habe, kriege ich nochmal ein braunes Ticket dazu. Und dann gehst du in die Galerie. Mit meiner Kick-Dot-Action. Hast du deine Aktion überhaupt gemacht? Ja. Achso, weil ich wollte gerade sagen. Weil meine Main-Action. So, das war jetzt quasi meine Executive-Action, deswegen kommt man da mal ein bisschen durcheinander. Jetzt bin ich nämlich mit meiner normalen Aktion dran. Ich gehe hier hin. Und dann mache ich Folgendes. Dann gebe ich ein Geld aus. Können wir uns auf Dollar einigen? Ich finde irgendwie, Geld klingt immer so scheiße. Ein Dollar. Ein Geld. Dollar Bill. Eins Geld. Und ich gehe hier hin. So, ich habe die Bedingung erfüllt. Da ist einer drin. Gehe hier hin. Ein beliebiges Ticket kriege ich. Und dann nehme ich mir das. Mhm. Und dann kann ich jetzt nach meiner Main-Action nochmal eine Executive-Action machen. Die kannst du auch vor oder nachher machen. Genau, dann mache ich Folgendes. Ich gebe die 3 Tickets aus. Mhm. Und dann geht der sofort hier hin. Habe ich mir fast gedacht. Ja, die sollen eigentlich irgendwo Unternehmen gelegt werden, aber nee, kann man eigentlich gar nicht rauskriegen. Okay, boah, man hat so viele Möglichkeiten schon. Ja, ist geil. Ja, selbst zu zweit finde ich... Ist schon so. Ich hatte ja am Anfang die Bedenken geäußert mit diesen Kick-Out-Actions, dass das gar nicht so richtig stattfindet, wenn man nur zu zweit ist, aber irgendwie doch. Mhm. Ja, und jetzt muss ich es, glaube ich, auch tun. Das kostet mich aktuell... Achso, Gain Influence habe ich nicht gemacht, hier. Achso, die 3, ja, genau. Mhm. So, ich glaube, ich mach's. Ich kick hier erstmal deinen Dude raus. So, zack. Und dann gönne ich mir von meinem Typen ein Picture. So, jetzt gebe ich, der kostet aktuell, wenn ich mir von dem eins hole, der hat einen Fame von 8. Das heißt, jetzt bei 2 Sternen kostet mich das Bild 8. Ich habe aber nur 7. Ja, jetzt gebe ich die 5 aus und gehe hier nochmal einen Schritt zurück. Und für jede Münze bekomme ich immer $1 dazu. Mhm. Das heißt, es passt. Dann nehme ich mir das Bild. Die beiden, der VIP und der Sammler, gehen auf den Plaza. Die haben gehört, oh, da gibt es irgendwas Schönes. Genau. Und das hier bedeutet, er steigt quasi, würde jetzt ein Fame plus Sammler in meiner Galerie doch direkt aufsteigen. Also 2. Also geht er direkt im Fame 2 hoch. 1, 2. Und ist dann schon auf 10. Und jetzt lege ich das Ding hier erst bei 3 Sternen. Das heißt, ich habe es jetzt schon für 8 gekauft und ist jetzt schon 11 wert. Okay, so, dann wird ja ein neues Bild einer dieser beiden Künstler frei. Das heißt, ich muss entsprechend der Ticketzahl, aber nicht der Farbe, muss ich dann neue Interessenten quasi drauflegen. Genau. Das machen wir dann hier an der Stelle. Und das wäre dann quasi schon mal der Ausblick, wie die dann promotet würden, wenn das dann quasi... Genau. ...die Bedingung erfüllt ist. Okay, so, ich habe nochmal eine Kicked-Out-Action. Mhm. Und an der Stelle mache ich auch Folgendes. Ich gehe nochmal hier zurück. Der muss jetzt tatsächlich wieder hier hin. Ja, das hätte ich ja gar nicht weil gewusst. Ich den rausgekickt habe. Okay, und ich gebe 5 aus und kaufe quasi das erste Bild von meinem hier. Und der bringt leider erstmal wenig Fame, weil ich aber einen weißen hier schon drin habe, geht er zumindest trotzdem einen hoch. Mhm. So, dann ist er quasi hier. Die Unterschrift wandert jetzt auch von dahin und der ist bei 2 Sternen, ist jetzt quasi hier. Was, bekomme ich noch die Tickets hier? Ja, genau, du bekommst dann die Tickets. Das heißt, ein lilanes noch, ne? Und ein weißes oder ein braunes, ne? Genau, und ich bekomme ein beliebiges, so. Und... Ja. Also, und dann kommt da oben wieder ein Typ wieder drauf. Und dann ist unser Daniel Manuel wieder dran. Also es spielt sich im Prinzip echt flott runter, ne? Also das finde ich ja auch echt. So, ich mache meine Executive Action. Also das kann ich, den weißen kann ich ja gar nicht irgendwo hinbewegen. Ich mach's trotzdem mal. Ich gebe ein Ticket aus.
Bewege den einfach mal hier hin. Schmeiß das Ticket dahin. Dann mache ich das hier. Mach die Aktion und nehme mir natürlich mal einen Vertrag. So, dann kriege ich nochmal ein braunes Ticket. Erstes Mal ausgelöst. Braunes Ticket lege ich hier hin und kann später diese Executive Action, sofern ich das denn möchte, ausführen. So. Das war meine normale Action. Ticket genommen, das, dies, das, das. Okay, alles klar. Dann mache ich Folgendes, und zwar, oh, du hast ja überall so einen Hansel stehen, ne? Ich würde gerne ein Bild von dem kaufen. Ich kick dich out. Ich kaufe jetzt ein Bild von ihm. Der ist jetzt schon hier vorne und der wandert hier rüber. Ich kriege ein beliebiges Ticket und nehme mir ein braunes. Und der steigt im Fame um 2. Im Fame um 2. Genau, zwei, weil ich zwei weiß habe und ist jetzt quasi dann schon auch da. So, dann wandert er hier hin. Bezahlen muss ich für den 11, weil ich quasi Entdecker war von ihm. Und jetzt ist er dadurch schon einen hochgewandert und ist direkt schon Mehrwert. Da haben wir einen Mehrwert. Mhm. So, jetzt haben wir sogar tatsächlich mal den Fall, dass ich diese Dinger zum Einsatz bringe, und zwar ist das mein rotes Gemälde und das ist mein blaues Gemälde. Gut, oder? Hast du super gemacht. Da bin ich jetzt dran, ne? Kicked-Out-Action habe ich vorher gemacht. Ich habe ein Bild gekauft. Ja, alles klar. Also, ich muss noch zwei Dinger ziehen. So, es bleiben jetzt quasi noch zwei Meeple drin. Das heißt, eine Endgame-Condition ist eigentlich... Ich sage, es geht relativ flott jetzt vorbei. Ich kann nichts machen, weil ich kann keine Executive Action machen und ich kann auch keinen, ich kann ja von einem Künstler immer nur ein Bild haben. Ne? Ja, 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 das heißt, ich kann jetzt nicht von einem anderen Künstler noch ein zweites Bild kaufen, oder? Pro Künstler darf man ein Bild haben. Ne? Genau. Ja. Jo, dann bin ich dran. Ich gehe hier hin. Und kann ich gar nicht, ich habe ja gar keinen Typen hier gerade. Setz bitter. Setz richtig, richtig bitter. Ich verzelle mit meinen Angestellten. So, auf jeden Fall gehe ich dann da oben hin, dann gönne ich mir noch einen Vertrag, und zwar diesen hier. So. Den lege ich da hin, dann bekomme ich ein braunes Ticket. So, und dann gebe ich dieses eine Ticket aus, um den Typen noch da reinzuholen. Mehr kann ich nicht machen.
Das ist schon eng langsam. Eigentlich will ich noch ein paar andere Sachen vorher machen. Die Aktion darf ich aber nicht nochmal machen, ne? Du musst dich bewegen. So, erstmal gebe ich das braune Ticket aus. Bewege den hier vor. Dann gehe ich hier hin. Gebe 3 Geld aus. Nehme mir einen. 3 Geld habe ich auch ausgegeben und jetzt kann ich noch einmal eine Wertung machen. Und 6 zwar Einfluss. Fame. 6 Einfluss. Und du hast eine Kicked-Out. Jetzt ist schon. Ich habe gar nicht irgendwie darauf geachtet, dass das Spiel tatsächlich schnell zu zweit vorbeigehen kann. Habe ich mir auch was gedacht. Fuck. Jo, mache ich auch. Aber mal kicked out, das heißt, ich muss jetzt erstmal das hier machen, ne? So, zack. Ja, genau! Jetzt hat er nochmal einen Vorsprung mit einer Aktion hier, ne? Zack. Und dann gebe ich 2 Geld aus und gönne mir den Dude noch und bekomme noch das Ticket hier und dann ist quasi Zwischenwertung ausgelöst. Scheiße. Und der, du hast den noch, genau, geht der wieder ins Office zurück. Zack. Genau, und jetzt ist erst die Zwischenwertung. Das heißt, wir bekommen jetzt erstmal, wir kriegen nochmal Einfluss quasi. Also ich bekomme 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6. Und dann gibt es nochmal Geld, bekomme ich 2, 4, 5. Bekomme ich 4. So. Aber es ist geil, ne? Es passiert die ganze Zeit irgendwie was. Und ja. Man ist jetzt echt am So, und dann bin ich dran. Und dann bin ich dran und dann gehe ich hier hin. Zack. Dann zahle ich die 3. Setz den Typen da drauf, darf dann den Topmost-Typen anheuern und bekomme nochmal Einfluss und nochmal 7. Ich weiß nicht, ob das alles noch aufgeht, was ich noch machen will. Das ist das Problem hier. Und zwar kaufe ich ein Bild von Dance hier und das Bild kostet mich 5. Achso, warte, ich lasse noch einen Typen hier stehen. Kostet mich 5. Ich nehme das dann. Dann geht er hoch. 2, 3. 3 geht er direkt hoch. 1, 2, 3 ist dann direkt schon bei 2 Stars. Super. Ich kriege. Jetzt ist es vielleicht schon. Kriege diese beiden Tickets und lege das hier hin. Und jetzt mache ich Folgendes. Hire for free oder Tickets brauche ich nicht. Ich darf einen direkt in die Plaza bewegen, wenn ich will. Vom Plaza in die Galerie. Ich führe das aus und nehme nochmal Einfluss. Und zwar nochmal 6 Einfluss. 2, 4, 6. So. Und jetzt kann ich noch eine Executive Action machen. Und zwar zuallererst meine Executive Action. Vor mir im Übergleichstand, du Zecke, ey. Ich schaff das nicht mehr und eigentlich habe ich nur ein paar Ziele, die habe ich nämlich noch nicht. Meine Ziele kriege ich bei weitem nicht erreicht, ey. Bei weitem nicht erreicht. Ist halt die Frage, verkaufe ich jetzt und hole mir hier Geld und hier noch einen kleinen Bonus? Oder hole ich mir lieber den Galeriebonus am Ende? Ich weiß, was ich gerne möchten täte, aber ach, guck mal. Übrigens. Ist noch was drin? Ne, ist leer. Und ein Ticket noch, das heißt. Ja, aber warte mal, das heißt doch, wir spielen jetzt die Runde noch zu Ende und dann ist vorbei, ne? Nee, danach ist eine Bedingung und wir haben aber noch. Es ist nur erst eine Zielbedingung erfüllt. Ach, ja, ist recht. Ist noch ein Ticket da, ja. Und dann wird, glaube ich, die Runde zu Ende gespielt, dann noch eine Runde und dann ist vorbei, ne? Oder wie war das nochmal? Mhm. Ja.
Okay, vielleicht klappt es noch. Ich gehe dahin. Verkaufe mein Picture. Wir können ja noch ein bisschen ziehen, ne? Für ich bin noch nicht so gewillt, jetzt sofort zu Ende zu machen. Ja. Du, für 14. Boah, ist gut. So, für 14. Vor allem ist alles um Sackhaaresbreite. Da haben wir schon mal Pari-Pari. Dann habe ich das hier erfüllt. Und zack, dann schmeiß mal so einen braunen Typen mal raus. Ach so, warte mal. Ich habe noch gar keine Executive Action gemacht, ne? Dann mache ich das anders. Das weiß ich wieder nicht. Dann mache ich das so, dann schieße ich den raus und dann kann ich ja meine Executive Action noch machen und hole mir den Typen wieder rein. Zack. So, dann bist du okay. So, ich gehe hier hin und ich verkaufe auch Hire of Fire für 14. Bitte. Okay. Okay. Du hast noch eine Kicked-Out-Action, wenn du magst. Ja, aber willst du jetzt ein Ticket nehmen? Willst du jetzt noch was kaufen? Nein. Ticket wandert ja nur weg, wenn jetzt irgendwo so ein Requirement da abgedeckt wird. Oder. Guck, wir haben jeder drei davon. Da sind wir genau gleich. Wir haben beide noch zwei Bilder im Business. Ist interessant. Ich kann gar nicht. Ich gehe dahin. Checken. Es ist auf jeden Fall eng, oder? Ich gehe dahin. Das mache ich nicht. Ich gehe hier hin. Fick dich doch. Und dann zahle ich 6. Nein, ey, das wollte ich jetzt machen. Du bist ein Schwein, ey. Zack, ja, mehr kann ich ja nicht machen. Ey. So, und dann ziehe ich noch einen beliebigen Dude aus dem Beutel. Ist keiner mehr drin. Ach, ist ja keiner mehr, stimmt. Dann fällt das flach. Aber Fuck. Dann habe ich mir da schon mal die Mehrheit gesichert. Und ich werde wahrscheinlich auch das Gemälde bekommen. Ich brauche das Gemälde, aber. Na gut, du bist jetzt. Du bist dran. Alter, jetzt muss ich überlegen. Ohne Witz, für meine Endgame-Scoring-Geschichte hätte ich das jetzt gebraucht. Dann setze ich den hier hin, in die Kick-Out-Action. Und dann gehe ich hier hin. Die Skulptur. Der hat noch gar nichts. Skulpturman. Dann promote ich den mal auf 1. Kann ich auch mehrere Stufen machen oder geht immer nur eine Stufe? Nur eine. Dann nehme ich mir das letzte Ticket. Dann wandert der hier hin und der wird 1 plus 3. 3 geht er hoch. Mhm. 2, 3 und wandert automatisch dann hier hin. Hm, finde ich gut. Ja. Ach, scheiße, ey, das hat mir jetzt nochmal im Zug verhagelt. Jetzt war das so der. Sorry! Das muss ich ja kurz überlegen. Boah. Könnte sogenannte Niederlage gewesen sein. Weißt du, war der Game Changer? Könnte der Game Changer gewesen sein, ne? Ja, ich hätte jetzt auch eher eine Runde eher auf den Zug aufspringen können. Die okay, das heißt, jeder hat jetzt noch einen Zug, aber es gibt keine Kick-Out-Action mehr. Welcher Startspieler? Du bist jetzt quasi noch dran. Stimmt. Das ist jetzt noch die Runde. Und danach hat noch jeder eine Aktion, ja. Komm, mach mal eine Kick-Out-Action für mich. Achso, ich habe ja kann ja hier erstmal noch überlegen, ob ich das noch mache. Ja, ja. Die kannst du immer. Aber kannst du mir noch eine verschaffen? Promoten oder Arbeiter holen, ne? Ja, bitte, und das auch noch auf Video. So, dann gehe ich da oben hin. Ich weiß nicht, ob das jetzt so mega sinnvoll ist, das zu machen. 10, 1, 2, 3, 4, boah. Doch, ich mache das trotzdem, was ich gerade vorhatte. So, dann lasse ich den Typ nämlich noch da.
Und dann entdecke ich einfach nochmal den Typen hier. Der geht dann nochmal 2 nach oben. Zack. 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 Und dann bin ich fertig. Ja, das Dilemma schon mit diesen Endgame-Bedingungen, so, jeder, die ist, dann jeder so hat noch so einen Zug kommen. Okay, so, ich gehe hier hin. Da muss ich es so machen über den Weg und dann kaufe ich von ihm hier nochmal ein Bild. Darf man nicht von jedem nur eins haben? Ach so, warte. War das nicht so, dass man von jedem Künstler nur eins haben? Jetzt habe ich mich auch. Das wollte ich auch gar nicht. Und zwar wollte ich was anderes machen. Und zwar das hier wollte ich kaufen. So. Das nehme ich mir. Ja, du darfst nur eine Unterschrift haben. Ich hatte jetzt das Falsche gegriffen. Equitamor. So, dann gebe ich 10 Geld aus. Nehme mir 2 zurück. Der geht im Fame, geht er hoch auf. 2 nochmal. 1. Und 2 ist dann bei 8. Guck mal, dann habe ich auf jeden Fall 2 Mäuskens hier rumrennen. Guck mal, jetzt muss ich mir dann toll. Nee, hier steht, a player may have 2 works of art from the same time. Nur nicht, from the same artist. Nur nicht, wenn du. Nur nicht, wenn du von dem eine Commission hast. Dann musst du erst. Ne? Achso, hätte ich trotzdem beide haben können. Du hättest beide haben können, ja. Achso, ich habe, ich wollte aber das, ich brauchte dann quasi in der Set Collection, brauchte ich jetzt die hier, hätte ich jetzt falsch, achso, sorry, dann gebe ich noch die Tickets, warte, scheiße, ich gebe vorher die Tickets aus, das wollte ich noch machen, sorry. So, das heißt, dadurch wandert er einen sogar noch höher. Was habe ich gerade genommen? Ihn hier. Also ist bei 9, ist völlig egal eigentlich, aber... Junge... Ich habe noch eine Action. Ach, heißer Kampf, du. Mal in meiner letzten Aktion. Kann ich da noch großartig machen? Ich glaube, das ist ganz gut. Dann gehe ich nochmal hier hin. Was hat der Typ? Eine 2, wenn ich auf eine 3 gehe, gehe ich nochmal 3 runter. Das ist okay. Zack. Dann geht er auf eine 3. Und dann geht das Ding nochmal 2 hoch. Aber ich glaube, du kriegst den Geldwert nochmal von denen, was die wert sind, dann wurde die Unterschrift. Keine Ahnung, aber ich habe den jetzt mal geboostet, weil ich wahrscheinlich das Ding da kriege. Aber der geht bei dir auch nochmal einen hoch auf den einen Stern. So, yes. So, das heißt, wir sind jetzt durch. Now comes the endgame scoring. Und zwar fangen wir an mit dem International Market. Das sind Mehrheitenwertungen pro Spalte quasi. Und bei einem Gleichstand werden die, glaube ich, aufgeteilt. Ne? Each column, the player with the most assistance for the column gains 6, player with the second most, in case of a tie, add all positions together and split the result between players rounding down. So, in der ersten Spalte habe ich die Mehrheit, das heißt, da bekomme ich 6. Und ich bin der Zweite. Und du bekommst 3. Der Zweite und kriegst 3. So, in der Spalte haben wir beide gleich, das heißt, 25 durch 2 sind 12 sind rounded down, ne? Kriegt jeder 12. 10 und 12, genau. Das war der, ich jetzt mal hin, bei der International Market. Jetzt werden diese Endteils gewertet. Und zwar das erste Teil, was ich werte, bedeutet, ich bekomme einen Einfluss und ein Money für jeden meiner Assistants im Spiel, die nicht arbeitslos sind. Das heißt, insgesamt sind das 1, 2, 3, 4, 5. Also bekomme ich 1, 2, 3, 4, 5 Einfluss und 5 Geld. Dann bekomme ich für jeden Künstler, der Fame 15 oder höher ist, bekomme ich einen Einfluss, ein Geld. Haben wir leider gar keinen. Haben wir keinen einzigen. Boah, im letzten Mal ging das so schnell. Ey. Ja, aber das ist dann bisher wirklich zu 14. Ne? Und hier bekomme ich einen Einfluss und 3 Geld für jeden meiner Assistants in der Auktion. Das sind 2, also nochmal 2 Einfluss und 6 Geld
für die Auktion. Das waren meine Endgame-Teile. Okay, das ist für jedes Teil, das mit eingerechnet. 1, 2, 3, die ich habe, kriege ich immer 3 Einfluss. 1, 2, 3. 6 Geld. 6 Geld, genau. 6 Geld. So, für jedes Set aus den dreien, da habe ich 1, 2 Sets. Das heißt, kriege ich nochmal 8 Geld. Geh mal 2 zurück. Ja. Ich habe mich an einer Stelle, ich hätte eigentlich, wäre es für mich klüger gewesen, eher hier nochmal einen hinzusetzen. Ey. Und dann für die Bilder auch verkauft oder nur gekauft? Game 1 Influence and 3 Money per Painting you acquired during the game. Exhibited and sold. Okay, das heißt, dann habe ich nochmal 1, 2 Einfluss und dann habe ich nochmal 6 Geld. Ja, guck mal, hast du doch schon mitgewonnen mit dem, was wir jetzt gerade gesehen haben. Ja, jetzt hör auf. Ey. Die Leute, die bei den Spielen immer sagen, boah, das ich habe gar keine Chance. Und so. Nee, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Aber das, ich glaube, du hast jetzt deutlich mehr gescored. So, dann, das waren die Reputation Tiles. Jetzt Score Exhibition. For each work of art currently exhibited in a player's gallery, the player receives money equal to the sales value. So, das heißt, ich bekomme nochmal für das Ding... bekomme ich nochmal 8 und für das Ding 14, also nochmal 22. Ich krieg 30. Ja, guck mal 14 plus 11 plus 5. Ja, guck mal an. So. Ich habe Gallows noch nie gewonnen und das wird wahrscheinlich so, heute... So, Auction Renowned Works of Art. The Works of Art in the Essels are auctioned off. Add up each player's total offered base. Ja, okay, das habe ich gemacht. Ich habe ja am meisten reingeknallt. Der Player mit dem höchsten, choose one of the remote, das ist ja nur das eine. Es gibt nur das eine leider an der Stelle. Das bekomme ich. Ja. Das kann auch mal helfen, um auch irgendwelche Collections, bla bla, the player with the highest total offer, choose one remote and place it either in next to its curator card or dealer card. Achso, jetzt muss ich gucken, stelle ich das nochmal aus? Also du kannst jetzt entscheiden, ob du das als verkauft oder als... Was aber tatsächlich in meinem Fall vollkommen scheißegal ist, aber... Ich bin sehr gespannt, ey, wie das jetzt ausgeht. Ja, komm, ich pack's einfach in die Galerie. Die Punkte werden am Ende sogar die gleichen sein. So, zack. The player with the second tires. Bla bla bla, genau. Okay. When a player takes a renowned work of art, he receives money equal to its sales value of work, as it was created by the by the most famous discovered artist of the chosen art form. Okay, das heißt... Das ist ja logisch, weil die Kohle hast du sonst so eh bekommen. Genau, ich bekomme dann nochmal... Scheiße, wäre der noch einer weiter gewesen, hätte ich die 14 bekommen, so bekomme ich nochmal 11. So. Dann kommen wir... das ist jetzt der Sales Agent und ich bekomme... Ich habe einen... Ich kriege 5. Ich bekomme hier gar nichts. Ich hätte so ein Ding. Also ich habe 5, guck mal, ich hätte nämlich die, das wollte ich noch verkaufen, die Skulptur. Dann hätte ich nämlich die beiden für 15 gekriegt. Kriegst 5? Ich kriege nur 5, ja. Okay. 5. So, dann kommt der Kurator. Und deswegen sage ich ja, guck mal, hätte ich jetzt das Teil, was ich gerade bekommen habe, hätte ich es hier hingepackt, hätte ich halt 10 bekommen. Oder ich packe es hier rein und kriege 10. Das finde ich für mich egal. Mal, ich habe nämlich auch, die drei habe ich jetzt gerade noch geschafft, deswegen wollte ich das Teil auch haben, aber so habe ich es dann gekauft, kriege ich nochmal 10. 2, 4, 6, 8. 10. Okay, und zu guter Letzt bekommen wir nochmal Geld abhängig vom Einfluss. Das heißt, 12. Du bekommst nochmal 12. Boah, wir müssen wechseln. Gib mal. Gib mir mal 2 hier, warte. 2. Achso, ja, das können wir machen, ja. Und ich bekomme nochmal 8. Okay, es könnte doch eng werden. Ich glaube, das ist 8. So, und jetzt, dann wird gewertet, ne? Kommt noch irgendwas? Ah, ne, der Dealer Card Score Influence. Okay. 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 2, 4, 6, 8, 10, das ist nicht so viel bei mir, 2, 4, 6, ja, bei mir auch nicht, aber. 7, so, ich habe 50, 80, 85, 87. 99! Ja, siehst du? Yeah. Yes! Ja, krass! Aber ohne Scheiß, zu zweit spielt es sich eigentlich echt super schnell runter. Ne? Es spielt sich eigentlich tatsächlich vom Gefühl her auch genauso, dass du um die Aktion kämpfst wie zu dritt oder zu viert. Nur, dass du, was man bedenken muss, ist, dass man nicht unbedingt, wenn man nicht auf das gleiche Bild setzt oder den gleichen Künstler, dass das mit den Masterpieces eher schwierig wird. Ne? Ja. Das heißt, du musst da schon die Strategie, aber das habe ich
man hat es relativ schnell gemerkt, oh, Tickets gehen leer, die Meeple gehen leer, man muss es ein bisschen anders gestalten, aber knackig, macht Bock. Auch auf jeden Fall. Auf jeden Fall auch zu zweit echt gut runtergezockt. Jo, also ich glaube, bis auf die zwei Kleinigkeiten, wo ich einmal die Kick-Out-Action gemacht habe und einmal, wo wir jemanden nicht rausbewegt haben, haben wir es, glaube ich, ganz gut gespielt. Werde ich mit einblenden. Ja, wir sind durch. Ihr könnt ja mal sagen, wie ihr das Game findet, ob ihr schon gezockt habt. Wir finden es auf jeden Fall relativ gut. Der Daniel zockt es ja sogar deutlich häufiger als ich. Für mich war es jetzt, glaube ich, Partie Nummer 2 erst. Das ich erste jetzt Mal. Jetzt auch nicht Partie 5 oder was. Also, was heißt immerhin so? Mehr als zweimal mehr als ich. Ich will jetzt nicht ausrechnen, wie viel mehr das ist. Ja, dann vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt es ja mal kommentieren. Lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr zum ersten Mal auf dem Kanal seid, vergesst natürlich nicht, mich zu abonnieren, damit ihr auch bei weiteren Videos vom Daniel und mir nicht das Ganze nicht verpasst. Und in diesem Sinne, bleibt sauber, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und vor allem bleibt gesund. Ciao.